Die Frage ist, wie macht man einen Lookup in Talent? Ich möchte mit dir zusammen einen Role Generator nehmen, den wir schon gebaut haben, wo wir Kundendaten erzeugen, dann dieses Land in den Kundendaten hier über ein Lookup mit dem richtigen Namen vervollständigen und die Daten nach einer Konsolenausgabe in die Datenbank schreiben. Also legen wir Hand an und erzeugen uns hier einen neuen Prozess, einen neuen Job mit Created Job. Ich nenne das Ganze DB Scenario. Und ich möchte jetzt hier erstmal vom Process Files, vom File Write, die Komponente T-Row Generator verwenden. Also mache ich den Job auf, hier Ctrl-C und hier Ctrl-V, um mir den Row Generator einzufügen. Und da hängen wir uns jetzt hinten dran mal eine Log-Row-Komponente, um uns ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was da für Daten generiert werden. Wir brauchen jetzt hier nicht viele Datensätze generieren, nehmen wir mal 20 und lassen den Job mal laufen und sehen jetzt hier, wir haben ID, Vorname, Nachname, Geburtstag und Land. Gut, jetzt möchte ich diese Daten vervollständigen über eine Referenz, weil ich ja hier quasi nur ein Landkürzel drinnen habe in der Spalte Country. Und damit du das nicht komplett bauen und schreiben musst, kopierst du dir jetzt einfach für diesen Zweck hier mal die Fixed Flow Input Komponente aus dem fertigen Database Szenario. Mach das jetzt hier auch mal, füge sie ein. Und dann schauen wir uns die mal an, was da drinnen steckt. Da steckt jetzt nämlich unsere Referenz drin. Und du siehst es, hier sind vier Landkürzel mit vier Landnamen dazu. Und eben das entsprechende Schema, nämlich ein Country Code und ein Country Name. Und das möchte ich jetzt mit dir zusammenführen in einer TMAP-Komponente. Also fügen wir hier eine TMAP ein, verbinden zuerst in den Row Generator, dann den Fixed Flow Input und dann können wir diese Verbindung hier mal umbenennen. Das ist ein Client und das ist ein Country. Und möchte das dann an die Konsole ausgeben, also fügen wir wieder eine neue Logo ein im Table-Modus und erstelle jetzt hier, indem ich das O nehme, einen neuen Output. Den nehmen wir jetzt mal Client Out und klicke auf OK. So, jetzt habe ich alles fertig, bis auf den Datenbank-Output und das im Mapping. Machen wir natürlich zunächst das im Mapping. Bei TMAP kannst du einfach einen Doppelklick auf das Icon machen. Wir sehen hier links unsere beiden Inputs, nämlich Client und Country und hier rechts unseren Output. So, in dem Input stecken fünf Spalten, die selektiere ich alle. Ich kann da sagen einfach Ctrl-A, wenn ich jetzt hier mal reinklicke. Und dann mit der linken Maustaste festhalten und rechts im Output fallen lassen. Die werden 1:1 übernommen und da möchte ich natürlich den Landnamen dazu übernehmen, ziehe den also mal noch mit dazu rein. Bitte darauf achten, ich tue den nochmal weg, dass der unten drunter landet. Also wenn ich den jetzt hier wo drauf fallen lasse, wo schon was da ist, dann wird er da mit reinkonkateniert. Das wird nicht klappen, beziehungsweise nicht, ohne dass ich das im Code noch anpasse. Sondern bitte jetzt den Country Name entnehmen und hier unten drunter fallen lassen. So, und jetzt wird natürlich auch das noch nicht klappen, weil ich jetzt das hier, das Country, noch im Country Code nachschauen muss. Also nehmen wir jetzt von hier, von dem Client Input, den Client, die Spalte Country und lassen sie fallen hier unten auf dem Bereich Expression Key von Country Code. Das ist auch schon fast fertig und zwar jetzt hier an diesem kleinen Icon mit dem roten Pünktchen dran, muss ich noch sagen, dass ich da aber ein Inner Join als Join-Modell haben möchte. Und das ist schon unser Mapping, also wir bekommen einen Kunden rein, laden vorher die Referenz und werden dann mit der Referenz nur ein Unique Match über ein Inner Join, also eine genaue Zuordnung finden und dazu dann den Country Name aus der Referenz in den Kundendatensatz hinein mit übernehmen. Das ist unser Mapping, ich bestätige das mit OK und gebe jetzt die Änderungen weiter. Und wir schauen uns das Ergebnis auf der Konsole an. Und die Konsole mal groß. Ja.
Kommt also jemand aus USA, dann wird das United States. Kommt jemand aus ESP, wird das España, also Spain. Und so weiter. Und jetzt möchte ich das Ganze an die Datenbank schreiben. Ich könnte jetzt hier MySQL Output suchen und sie einfügen. Oder ich kann direkt die Datenbankverbindung nehmen, die wir hier in den Metadaten haben, ziehe sie in den Job hinein und verwandle die einfach in DB Output. Verbinde das jetzt hier weiter und muss jetzt hier natürlich noch ein, zwei Angaben machen. Und zwar nehme ich, wie die Tabelle heißen soll. Die Tabelle soll auch bei mir Clients heißen. Und der Action on Table soll bitte Drop Table if exists and create sein. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, hier an der Datenbank, bevor wir da loslegen. Du siehst, ich bin schon verbunden und bin schon in meiner Datenbank-Test. Ich sage jetzt hier mal Show Tables, um zu zeigen, welche Tabellen es gibt oder nicht. Und man sieht jetzt hier, es gibt noch keine Clients-Tabelle. Damit lassen wir den Job mal laufen. Da sehen wir, es wird erst der Lookup geladen, dann wird das Ganze hier durchgeführt. Und es kommt jetzt auch noch auf der Konsole raus. Die könnte ich auch noch deaktivieren, die Konsolenausgabe. Dann fließen die Daten da trotzdem durch. Und dann sieht der Job so hier aus. Aber nichtsdestotrotz sind jetzt halt die Daten hier gelandet. Jetzt sehen wir erstmal eine Tabelle Clients. Und die fragen wir jetzt mal ab. Ganz einfach mit einem Select Stern From. Und da sehen wir jetzt hier unsere Kunden, die in der Datenbank gelandet sind. Und so einfach ist es auch, wie man mit Talent einen Lookup macht und die Daten in die Datenbank schreibt.